Herzlich willkommen zurück zu Pokémon, die Hardgold-Edition. Meine Güte, ich habe das Ding so sehr angespannt, dass, wie heißt es denn nochmal, hier unser, Stativ, genau. Und ich habe eine neue Einstellung, ich habe jetzt den DS ein bisschen weiter angewinkelt, das heißt praktisch, ich sehe zwar immer noch alles, eigentlich ganz gut, es ist halt nur ein bisschen dunkler geworden. Dennoch, ja, jetzt habe ich es halt so angewinkelt, dass das Bild nicht mehr so abgeschnitten ist. So hammermäßig abgeschnitten ist. Was ich in dem Part machen möchte, ist erstens heilen gehen in Viola City. Da kommen wir nämlich jetzt hin. Dann legen wir am besten unseren Gefährten da ab, den wir im letzten Part gefangen haben. Dann habe ich noch auf der Route was zu erledigen. Also ich möchte ein paar Lücken füllen. Mit anderen Worten, um es auf Deutsch zu sagen, oder um mich kurz zu halten. Ja, was ihr nicht alles benötigt, ihr benötigt meine Pokémon, dann nehmt sie euch einfach. Ja, Ant-Man geht's wieder besser. Ich habe da gerade Out-Man gelesen, also. Und was ich auch noch gerne machen möchte, ist, ich möchte in Neuborgia bitte meine Mutter dazu kriegen, nicht mehr für mich zu sparen, weil es nervt langsam. Ich muss nämlich mein Geld zusammenhalten, damit ich mir Heil-Items kaufen kann, und das kann ich nicht. Okay, wir wachsen wieder Aprikoko. Wo kann man eigentlich jetzt Beeren pflanzen? Das wurde uns doch versprochen. Nur wo wollen wir Beeren pflanzen? Das ist. Bisschen strange. Können wir hier vielleicht schon was machen in dieser dunklen Höhle? Der Dunkelhöhle. Mal schauen. Und ich sollte vielleicht auch Schutz einsetzen, weil das ist mir nicht so ganz geheuer. Na ne, bleibt mal lieber mit diesem Schwächling weg. Also daher setzen wir mal Schutz ein. Okay, an das Item kommen wir schon ran. Ja, ne, darunter sind Pokémon. Mist. Kleinstein, oder? Ne, Dummiesel. Ja, man kann ja Dummiesel finden. Das ist auch was Besonderes in dieser Höhle. Und man kriegt den Trank. Ja, also ich fand die früheren Blitzmethoden besser, dass man halt praktisch den ganzen Raum ausleuchtet, aber so ein kleines Witzelchen. Nicht euer Ernst. Ja, natürlich kann man hier auch einiges noch mit Server machen. Wir halt einen Top-Adder, das ist sehr gut. Ja, weiter geht's nicht. Also man muss erstmal ein paar weitere VNs haben. Weil so alleine kommt man nicht voran. Gut, wer hat jemals gesagt, dass wir alleine sind? Alleine sind wir nicht. Wir sind nur nicht gut vorbereitet. The preparation will be set in another second. So, dann müssen wir wieder Schutz kaufen, weil der ist jetzt gerade wieder ausgegangen. So, dann springen wir hier wieder runter, da runter, dort runter, überall runter. Kaufen wieder Schutz nach, wenn es das in der nächsten Stadt gibt. Ich weiß, ich wollte eigentlich ursprünglich nicht immer wieder pflücken, aber. Mir bleibt aktuell nichts anderes übrig. Ja, Schutz, Dankeschön.
Gerade jetzt, wenn man es braucht. Ja, gib mir es schon her. Los. Kyroja-Beere. So, dankeschön. Dass das endlich aufhört. So, kaufen wir uns ein bisschen was davon. Na, 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 na. Ich will jetzt endlich wissen, was aus den Geldanteilen geworden ist, was ich da schon zusammengespart habe. Wahrscheinlich schon so 10.000 oder 5.000. Ist mir eigentlich scheißegal. Hauptsache, das Sparen hört auf, weil sparen bitte nicht mehr. Gut, das sammle ich jetzt wirklich nicht ein. So, jetzt können wir hier nämlich auch unsere Zerstückler-Fähigkeiten beweisen. Wer bist du? Siehst du die Stufen hier? Toll. Nein, ich sehe sie nicht. Nicht, dass ich wüsste. Kann man echt nichts mit der Schneider machen. So, mir reicht das Ganze jetzt. Jetzt wird hier erstmal das Sparen abgestellt. Gespartes auf der Hand mitnehmen. Ich nehme einfach alles mit. Ja, seht ihr mal, dieses ganze Geld. Fülle dein Geld aus, gibt's. Ja, ich möchte nämlich gerne noch was machen. Sparplan ändern. Ein bisschen was von deinem Geld sparen, nein. So, jetzt wird nicht ein Teil nach Hause gesendet. Meine Güte, diese blöden PayPal-Zahlungen. Regen mich immer auf. So, was ist passiert hier? Überprüft den Posteingang. Klarin. Also aufgeregt, Abenteuer. Ich liebe Pokémon. Ja, wer tut das denn nicht? So, fantastisch. Dann sieht es so aus wie Österreich, interessanterweise. Wollte ich nur mal so anmerken. Fantastisch, Rosalia City. Können wir auch noch relativ wenig machen. Da müssen wir auch nochmal zurückkehren, wenn wir dann Surfer haben. Und deswegen finde ich es in Kanto schon viel besser, weil dann haben nämlich schon alle VMs und die können wir dann ganz gut einsenden. Senden Sie Ihre Ideen an unter www.ichbinhobbylos.de. De-Punkt, nein. Na gut, jetzt möchte ich dann noch diesen Kerl auf den Felsen herausfordern. Ich weiß, ich trödle gerade extrem rum, aber später dann bringt er nicht mehr so viele Erfahrungspunkte und dann ist er natürlich auch blöd. Okay, wir können theoretisch darüber, aber das ist nur wieder das Haus von Mr. Pokémon. And his little stupid friend called Eich. Oder Oak. Ne, Professor Eich ist wenigstens noch cool. Er muss nämlich sehr hartnäckig sein, was sein Berufsbild angeht, und da ist Professor Eich, denke ich mal, ganz vorne mit dabei. Thank you.
Nun gut. Was machen wir jetzt? Ja, wir gehen da nach unten, habe ich ja schon vorgesagt. So brülle, aber du bist nicht drin gerührt, bitteschön. TM5 Brüll, das ist Brüller, lauf davon. Ja, ich lauf nicht davon. Nee, ich habe keine Angst davor. So, ich würde mal gerne interessieren, wo man Holzkohle herbekommt. Deswegen gehen wir noch nach Azalea City, beziehungsweise nee, da fliegen wir später hin, da habe ich keinen Bock drauf. Meine Zeit dafür zu verschwenden. Ich meine, wann kommt Igelava endlich wieder zum Einsatz? Gut, wir dürfen nicht sagen, der hat uns echt geholfen, dieser Guy. Jetzt sind wir wieder bei den Alf-Ruinen. Was sagst du eigentlich, alter Mann? Alter, da, ich bin der Kauz, ja. Ah, nee, wir machen kein Erinnerungsfoto, nein, danke. Ja, also auch diese täglichen Events, ich denke mal, die werde ich auch stecken lassen, also auch diesen... Hallo, mein Name ist Montag. Es gibt ja auf irgendwelchen Routen Personen, die nach den Wochentagen benannt sind. Also, da habe ich mir auch so ein Facepalm gegeben, wo ich das gehört habe. Und die geben dann einmal halt spezielle Items, aber die machen wir auch nicht, weil. Dann müsste ich jedes Mal, jeden Tag, das Gerät auf neue einschalten. Gut, ich nehme auch in letzter Zeit jeden Tag auf. Aber ich bitte euch, Leute, so doch nicht. Hypertrank, geil. Krass. Da nach unten geht's nicht. Haben wir nicht denn noch irgendwelche Trainer? Irgendwelche hobbylosen Trainer? Ja, natürlich. Jetzt, da wir Geld haben und nicht mehr gespart wird, bin ich sehr froh. Sehr, sehr froh. So, dann bringen wir ihn mal auf das gleiche Level, würde ich sagen. So, manipulieren wir das mal, was man im Anime nicht machen kann. Ach ja, ich würde noch ausprobieren, ob man zwar das Item auf Y setzen kann. Das probieren wir gleich mal aus. Ja, danke schön, für nichts. Hat wenigstens gereicht. Ant-Man ist einfach durstig. Okay, hier gibt's viele Aprikoko, die pflücken wir allerdings nicht, weil die sowieso nachwachsen. Guck mal, da haben wir ja einen von diesen Guys. Hi, ich bin Sonfried von Sonntag. Soll heißen, heute ist Sonntag. Man hat mir aufgetragen, dir das zu geben, wenn ich dich treffe. Meine Güte. Ding Big Brother's watching you oder was? Ja, dieses Ding, was war das nochmal? Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Hier gibt es einen Elektropunkt und dann wird es stärker. Ja, meine Schwester Monja behauptet, dass es... behauptet, das mache sie noch effektiver. Ja, Monja kann man woanders treffen. Also, ja. Ich meine, wird es solche Gestalten im Real Life geben? Ich weiß nicht, ob die wirklich viele Freunde hätten. Und da hinten sehen wir gleich den ersten Doppelkampf und nicht den Tag-Kampf, weil das ist ja ein richtiges Tag-Team hier. Also, wo schon gesetzt ist, dass die gegeneinander antreten. Man könnte auch theoretisch die da oben einzeln bearbeiten, wenn man sich an dem vorbeiglitscht. Weil das ist kein festgesetzter Wert. Also schon irgendwie interessant, kaum spricht man vom Teufel und dann trifft man eine dieser Personen. Also,
Ich sage ja immer wieder, Sachen gibt's, die gibt's nicht. In dem Sinne gibt es sie schon. Okay, war jetzt ja ganz schön böse. Wir müssen auf jeden Fall Meryl entfernen. Da drücken wir auf, auf die Entferntaste vom PC. Oh Mann, ist das schlecht. Ich bin heute einfach nicht für Witze ausgelegt, merkt ihr vielleicht. Ach, Paralyse, sehr schön. So, dann beende ich mal am besten den Part. Und beim nächsten Mal geht's voller Tatendrang weiter. Ciao.